Habt ihr eigentlich so, wenn man so ein bisschen da war, auch Außensicht auf Hip-Hop, ist so ein bisschen, fühlt ihr euch wohl damit, wenn man so, also wenn ihr in diesem Kosmos dabei seid und daneben dann auch diese ganzen anderen Kriegsschauplätze sich im Hip-Hop-Rap so gerade auftun, da gibt's Beef zwischen denen, da macht steht der vor der Tür, der greift den an, der schreibt dem Song. Also fühlt ihr euch wohl in diesem Gesamtkosmos von draußen betrachtet mit wahrgenommen zu sein oder ist euch das manchmal unangenehm? Am Anfang fand ich es schlimmer. Mittlerweile ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Erfolg gibt einem Recht. Naja, wenn wir jetzt, weißt du, wenn wir jetzt so rumdümpeln würden und alle Leute würden sagen, Mann, die machen Kackmucke, so, oder das interessiert keinen oder die können nicht rappen oder was auch immer, dann wäre es, glaube ich, richtig peinlich, so einer von den Rappern zu sein. So finde ich es mittlerweile nur noch unangenehm, wenn meine Eltern mich irgendwo vorstellen. Ja, das ist mein Sohn, von dem habe ich erzählt, der macht Rap. Ist das unangenehm? Ja klar, es ist unangenehm, Mann. Warum? Weil du dann sofort so, ach echt, ey, yo. Sie können mitreden, demnächst. Ich liebe einen Ausländer. Das haben wir gerade im Rap beispielsweise dieses Benutzen des Wortes schwul in einem negativen Kontext genommen, ja, was nicht okay ist, was Leute sozusagen beleidigt und auch diskriminiert. Bin ich völlig auf ihrer Seite, ja, ich mach's trotzdem, so. Du kannst jetzt von der Mucke leben, denn die Rap-Medien pushen jeden nächsten besten homophoben Drecksbengel. Nach zwei Jahrzehnten aus dem Uterus in die kalte Welt des Studiums, aber Musik ist der Weg nach vorn zurück. Denn schon die Kohle vom Merch reicht für den eigenen Schulbus. Der Glanz der Nostalgie vermischt mit dem des neuen Glücks. Am Ende des Dünndarms der Hip-Hop-Kids, wo der hässliche Kobold des Zynismus und das Erfolgsrezept der deutschen Rap-Elite wächst. Warum rappst du, hä? Als Rache für die Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen oder musstest du bei der Weihnachtsaufführung in der Schule den Juden spielen? Weil der Untergrund deep ist. Und die bleich dunkel dreht wieder nachts ein paar trottet Clips in einer Tiefgarage. Sie machen oft dreckig, aber lieben das deutsche Reinheitsgebot. Kein Zucker, denn das Leben echter Männer ist ja auch so bitter. Bist du auch gegen diesen scheiß Kommerzpop aus Amerika? Erst befreien sie einfach Dachau, diese Schweine. Und dann sowas, aber keine Sorge. Schlankrap ist endlich ganz oben in den Charts. Ob Jessin oder Roberto Blanco, Philipp Rösler oder Francisco Franco. Man muss kein Deutscher sein, um in eurem Team zu spielen. Man muss nur deutsch genug sein, um nicht als undeutsch aufzufallen. Und damit es langfristig funktioniert, braucht es immer noch irgendeinen Florian, der Kritik simuliert, indem man diese Clown-Parade ironisch kommentiert und in der nächsten Promophase vorne wegmarschiert. Wir mussten ja mitmachen, wir mussten ja Hits machen. Oder wolltet ihr doch nur einen Witz machen? Ich halte euch trotzdem für Dreckspasten. Ja, vor Glück habe ich geweint. Oh. Wie nach dem Mauerfall. Dreckspasten. Endlich, die zweite Wende passiert jetzt hier. Und Adam säte Kartoffeln und sprach, es werde die deutsche Szene. In den goldenen Zähnen des Gegenüber spiegelt sich ein Häufchen Elend mit goldenen Zähnen. Dessen Beißreflex vom Erfolg gezählt ist, denn jeder Verstoß gegen die Regel kränkt die Preußen-Ehre. Ihr kämpft auch immer vor der Tür, hinter der Scheibe scheißt. Doch wer ist Gegner, wer der Kunde eurer Deutlichkeit? Man schlägt Zynismus endlich um in pure Käuflichkeit. Und weshalb darf sonst niemand wissen, dass ihr vor Leuten reimt? Scheiße, verdammt, der Tod ist dein Meisteraufstand. Du hast die Bücher gelesen, doch sie im Geiste verbrannt. Du weißt, die Dumme zu scheiden und mutig kreidest du an. Doch in deinem Schrank, in deinem Kopf sitzt ein kleiner Junge und treibt seinen Schwanz. Ob du nun slamst oder Rap machst, jeder Sprechakt ist motiviert vom Zorn auf das Dreckspack. Ist die Rolltreppe zu voll? Nimm die Treppe, du Fettsack. Vom Volksfest in Moll trennt dich nur noch der Festplatz. So planst du den Skandal und das Publikum spielt Krieg. Du bist kein Antisemit, du bist unter aller Kritik. Ein handsamer Freak, der Sturmbandführer spielt. Rest in Pieces. Dieser Ironie, Dystopie, missbejaht ein krankes Prinzip. Ist mir egal, ob der Track stört, du arrogant weghörst, wenn du auf der Release-Party den Sekt schlürfst und dir so selbst die These beweist vom Affen, der Dreck wird. Ich komm auf einen Begriff von Rap, der dem gerecht wird. Kollege, muss man sagen, von allen Rappern bis jetzt, die ich so kennengelernt habe, smartest ein Auftritt eigentlich. Ja, der weiß genau, der ist einfach ein guter Typ, der weiß, wie man sich verhalten muss. Kann natürlich auch ins Negative überschwappen, wenn es übertrieben wird mit dem Patriotismus. Ist aber per se keine schlechte Sache, weil es ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl schafft. Das haben wir in Deutschland einfach in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt. Warum auf gut Deutsch gesagt ist es denn so, dass die ganzen Immigranten, die hinkommen, machen können, was die wollen mit den Deutschen, weil die Deutschen sich nicht zusammenschließen, weil sie nicht zusammenhalten, weil es kein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Hans-Peter, welche Chancen gibst du denn einem gemischten Pärchen, einem Ost-West-Pärchen? Wenn er weiterhin führt, wird es was. Das ist kein Land. Das ist ein Schland. Ich zünd es an und tanz um die lodernden Flammen. Das ist kein Land. Das ist ein Schland. Ich zünd es an
und tanz um die lodernden Flammen. Das ist kein Land, das ist ein Schland. Ich zünd es an und tanz um die lodernden Flammen. Das ist kein Land, das ist ein Schland. Ich zünd es an und tanz um die lodernden Flammen. Das ist kein Land, das ist ein Schland. Ich zünd es an und tanz um die lodernden Flammen. Das ist kein Land, das ist ein Schland. Ich zünd es an und tanz um die lodernden Flammen. Weil wir gesagt haben, Todesstrafe für Kinderschänder. Ja, haben wir gesagt. Und jetzt? Das ist halt unsere Meinung. Sind wir schlechte Menschen deswegen? Glaube ich nicht. Populistisch deswegen? Glaube ich nicht. Das Einzige, was populistisch ist, ist zu sagen, sobald dieses Wort fällt, ja, wenn man gegen für Todesstrafe für Kinderschänder sich ausspricht, dass das NPD-nah wäre. Das ist populistisch. Aber fuck it, wir machen Musik, das ist ein Gefühl. Die anderen reden gerne und schreiben Briefe. Eigentlich haben wir haben da randaliert, nicht wir. Wir haben randaliert. Es waren immer die Linken, die randaliert haben und da Krawall gemacht haben. Und im Haus war immer Ruhe und Disziplin. Komischerweise checkt jede Ethnie den Humor dahinter. Ich habe albanische Freunde, ich habe afrikanische Freunde. Keiner regt sich auf. Die einzigen, die sich immer in diese Opferrolle besetzen, seid ihr. Ihr? Was seid ihr? Ihr Juden. Dann gilt das Wort der Amerikaner, once over and all is done. Einmal rüber und alles ist getan.